der Schlüssel zur Schatztruhe. Jetzt nur, Leute. Jetzt finden wir den Schatz. Ja, und alle, ist das ganze Gold mit. Video. Wir machen heute eine Schatzsuche. Mit dabei sind Leontine und Marvin. Alle schickt die Burgerpommes in die Kommentare. Genau, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr, wer wird gewinnen. Team Pink oder Hashtag Team Burgerpommes heute? Leute, kommentiert jetzt alle Hashtag Team Pink oder Mina. Ja. Leute, früher gab es hier etwas ganz anderes. Das war nicht dieses Kino hier. Das haben sie alles zerstört und dann ein Kino aufgebaut. Das heißt, hier gibt es einen geheimen Piratenschatz und den müssen wir heute finden, Leute. Wer von uns gewinnt? Burgerpommes oder Hashtag Team Pink? Hashtag Team Pink muss gewinnen. Auf jeden Fall, oder? Nein, wir gewinnen auf jeden Fall. Nein, wir machen euch fertig. Und wir holen den Schatz. Und wir werden in jeden einzelnen Saal gucken. Genau. Oh mein Gott. Okay, und Mina. Und sperren wir die Toilette gleich ein. Ach, hört mal auf. Komm, Mina, wir gehen schon mal los. Okay. Wir suchen schon mal. Ey, Badisch, kannst du uns eigentlich helfen? Ey, ich muss euch helfen. Ich habe hier auch eine Schatzkarte. Oh. Ey, Leute, ihr wisst, das ist eine uralte Schatzkarte. Echt jetzt? Und schaut mal. Wir lesen mal kurz die Karte. Der Schatz ist hier versteckt. Aha. Wir müssen hier etwas suchen. Wir müssen über Wasser. Hier gibt es was Gefährliches. Oh, und hier mein ist Gott. Es auch gefährlich. Leute, es wird jetzt richtig gefährlich. Bleibt alle dran. Warte mal, lass mal. Komm mal jetzt einmal die Karte her. Wir müssen mal auf der Karte gucken. Hey, warte. Warte mal. Okay, wir warte. Sind hier. Und wir müssen gerade. Nein, warte. Wir müssen die Karte erstmal richtig lesen. So. Also, okay. Wir warte. Sind hier. Ja. Wir müssen geradeaus. Ja. Hier. Warte, das hier muss hier die Toilette sein. Ich glaube, hier drinne. Warte mal. Nee, ich glaube, hier geht's nicht lang. Warte, vielleicht schon. Aber früher ging es da lang, ne? Ja, ja, komm. Okay, jetzt müssen wir da hoch, weil da stehen wir müssen irgendwo hoch. Ja, aber das ist doch Leontin. Ja. Das war früher erbaut. Die Wege sind doch jetzt ganz anders. Stimmt. Warte, vielleicht steht irgendwas auf dem Putz. Leontin, bist du lost? Die hat da jetzt jemand hingehangen. Das ist vor 40 Jahren gewesen. Die werden schon lange kaputt, die Dinger. Da kann nichts draufstehen. Ey, Leute, Leontin denkt, dass auf dem Putzlappen, der was draufsteht, eine geheime Botschaft. Das geht doch gar nicht. Was ist denn? Ey, warum trittst du mir in den Hintern? Wir müssen da lang. Ja, lass doch mal jetzt mal in Saal 6 reingucken. Zeig mal die Karte her. Ey, ich hol mir das One Piece. Ja. Ich soll uns dann die Hände auf den Bauch aufteilen. Leontin. Ja? Och, Mann. Das ist 500 Jahre her. Da gab's noch kein Geld. Das ist Gold. Oh, Leute, ey. Leontin denkt, da Euro gab's vor 50 Jahren. Komm, wir müssen jetzt erstmal gucken. Guck mal, gib mal die Karte her. So, Leute. Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind hier. Da waren wir doch eben, oder nicht? Ah, wir sind hier. Okay, dann müssen wir da lang. So, wenn hier Wasser ist, kann das doch nur Toilette heißen, oder? Ja. Okay, denkst komm. Du, wir sollten in die Toilette? Mädchen oder Jungs? Was sagst du? Vielleicht danach zu Jungs, weil Wasser kann alles bedeuten, ne? Mädchen und Jungs Toilette. Wir sind jetzt erstmal bei den Mädchen. Kann auch sein, dass es hier unten ist. Stimmt, schau Stimmt. mal. Wir haben hier die Schatzkarte. Und hier ist Wasser und hier ist auch eine Flasche. Oh sollen wir mal Gott. Gucken, ob hier Wasser rauskommt? Leute, macht jetzt alle dieses Wasser hier an. Los. Alle anmachen. Oh mein Gott. Und? Kommt hier schon irgendwas raus? Öffnet sich? Kommt ich irgendein Schlüssel? Okay. Ey, Leute, macht ihr das gerade? Als ob! Ey, Mia! Ey, hier ist einfach ein Schlüssel. Guck mal! Mina! Mina, ich wusste, wir machen es richtig. Zeig mal denkt her. Denkt ihr wirklich, das ist der Schlüssel zur Schatztruhe? Ey, bestimmt. Der Guck sieht mal. Sieht so alt aus. Oh mein Gott, das ist so krass. Mina. Leute, Mina! Für heute finden wir noch den Schatz, oder? Ja. Leute, ihr seid doch für uns, ne? Team Pink! Aber Leute, wir haben ja, da wir jetzt den Schlüssel haben, ja. können die anderen doch nicht den Schatz tun. Doch, es gibt zwei Schlüssel. Genau, vielleicht gibt es auch zwei Schlüssel in einer anderen Toilette. Genau. Oh mein Gott. Wir müssen in die andere Toilette. Dieser Piratenschatz ist so krass. Ey, wir müssen jetzt weitergehen. Ey, wir müssen weiter. Wir müssen jetzt den nächsten Hinweis finden. Dann hier. Warte mal, wir müssen hier lang. Komm her. Hier irgendwo. Ey, ich glaube, hier ist der Schatz drin. Ja, ja. Nee, Leontin, das kann gar nicht sein, da steht Werbung drauf. Leontin, da kann kein Schatz drin sein, das ist bedruckt. Damals gab's doch keine Kühlschrank, der muss irgendwo runter sein. Irgendwo drunter gebaut. Komm, wir gucken mal hier. Boah, hier läuft Musik. Alter, Leontin! Ja? Hörst du das? Irgend so eine Piraten. Ja, ich glaube, hier ist der Schatz drin. Ja. Boah, zeig noch mal die Karte. Wir sind gerade hier. Achso, also wir sind falsch. Leute, gebt mal gerne Tipps, Leute. Lasst mir jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniert auch mal gerne meinen Kanal, wenn ihr wollt. Seht ihr jetzt eingeblendet, Leute. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wo der Schatz ist. Warte, ich weiß es nicht. Hallo, ist jemand da? Leontin, der wäre schon lange tot, wenn er da drin wäre. Das ist doch schon 500 Jahre her mit dem Schatz. Da ist auch nichts drin. Komm, oh, Leute.
Leontine denkt, dass die Leute 500 Jahre in der Wand drin bleiben und dann noch reden können. Und, was denkst du, wo es lang geht? Vielleicht müssen wir ja jetzt noch zu den Jungs. Leute, ich hoffe, die finden irgendwas heraus. Ich bin gar nicht so gut beim Schatzlesen. Was Wenn denn? Wir das ans Licht halten, Leute. Hier kommen geheime Gott. Sachen raus. Mida, schau mal. Ey, hier. Oh mein Gott, Leute, was könnte das bedeuten? Hier gibt es eine Palme. Was Siehst könnte du das? Die Palme sein, Leute? Die Palme? Das ist hier, der Snackbereich. Oh mein Gott, das heißt, wir gehen mal in die Snackbar, Leute. Auf der Palme wachsen noch Kokosnüsse. Genau, das heißt, wir müssen irgendwas, was mit Kokosnussgeschmack... Irgendwas, was mit Snacken zu tun hat. Kokosnuss, Leute, ich weiß, es kommt mal alles zusammen. Was denn? Besprechung. Kokosnusspalme bedeutet ja, wir müssen zu einem Getränkeautomaten, weil da gibt es ja Kokosnusssaft. Stimmt. Leute, komm, das dürfen die anderen nicht herausfinden. Okay, ey, woher hat unser Schlüssel? Mina hat noch den Schlüssel, also wir sind sicher. So, jetzt müssen wir hier schauen, gibt es etwas mit Kokosnuss? Ey, gibt es etwas mit Kokosnuss? Mina, schau mal. Drück mal hier irgendwo rauf. Sollen wir mal hier beim Eistee schauen? Vielleicht gibt es ja Kokosnuss-Eistee. Das kann sein. Und, Leute, schaut mal, was es für krasse Sorten gibt. Einfach Zitrone, Orange, Pfirsich. Oh, so Leute, ich muss jetzt was trinken. Mina, trink mal was, komm. Du kannst hier einfach trinken. Leute, und wie hat es geschmeckt? Aber Leute, wir müssen jetzt weiterkommen. Wow. Das mit der Kokosnuss war wirklich ein falscher Tipp. Okay. Wir müssen jetzt weiterschauen, Mina. Oh mein Gott, was denkst du, wo wir jetzt nächstes hin müssen? Vielleicht müssen wir ja zum Kinosaal. Oh, lass uns mal zu einem Kinosaal gehen. Kinosaal? Okay, komm. Ich habe eine Idee, Leute. Ja? Guck mal bitte noch mal kurz ins Licht. Okay. Leute, das ist so schwer. Könnt ihr das hier sehen? Ja. Der Schatz ist hier. Aha. Könnt ihr das hier sehen? Das ist eine schwarze Piratenfahne. Ja. Aber was ist auch noch schwarz? Die Kinoleinwand. Oh, das stimmt. Stimmt das, Mina? Oh mein Gott, Mina, das bedeutet, wir gehen jetzt zu einem Kinosaal. Okay. Oh mein Gott. Mina, warte. So. Hallo, ist jemand da? Genau. Hallo. Da ist auch keiner. Vielleicht hier? Hier ist er auch nicht. Leontine, das geht doch gar nicht. Vor 500 Jahren gab es keine Waschmaschine. So, zeig mal her. Haben wir vielleicht Nummer da drauf? Leute, seid ihr auch hier? Ja. Habt ihr immer noch nichts gefunden? Nee. Dort hinten ist der Schatz. Leute, ja, ihr müsst unbedingt schauen. Ihr müsst euch auch noch so einen Schlüssel geben. Die wollen uns veräppeln. Weil wir haben einen Schlüssel gefunden. Hä? Und es muss noch einen zweiten Schlüssel geben. Das heißt, ihr müsst eure Augen aufmachen. Hier irgendwo gibt es noch einen Schlüssel. Mina. Siehst du? Leontine, wir haben schon noch einen Schlüssel gefunden schon. Marvin, soll ich mal einen Schatz mal? Ich habe eine gute Idee. Wir sind ja Piraten, ne? Ja. Und was machen Piraten? Schlüssel klauen! Oh, nein! Gib mal den Schlüssel her! Ey, nicht ernst! Nein, Leute, Schlüssel! Tut nicht ernst! Okay, gut gemacht, Mina, du hast uns beschützt. Hey, Mann, Leontine, okay. Was machst du denn nix, ey? Scheiß nicht! Gib uns den Schlüssel! Gib uns den Schlüssel! Okay, komm, wir gucken mal weiter. Nein. Ey, stopp, Leute! Leontine, wir holen wir klauen den Schlüssel. Komm, Mina, wir gehen weiter. Okay. Mina, du hast unsere Schlüssel gerade richtig gut verteidigt. Ich bin richtig stolz auf dich, Team Pink. Ey, was war das denn für eine Aktion von dir? Du verlierst gegen Mädchen, ey. Schlüsselklau. Ja, du verlierst gegen Mädchen. Die hat dich ja richtig verkloppt, hat die dich, ey. Ist das peinlich, ey. Ja. Toll. Leontine, was da unten ist, da glaube ich nicht. Leute, Leontine ist kein richtiger Pirat. Hallo, ist da jemand? Im Eisfach ist auch keiner. Das ist nicht deine Freundin, die kann nicht reden. Komm, wir gucken weiter. Leontine, zeig mal die Karte. Hallo. Oh, ich habe eine gute Idee, komm mal mit. Weißt du, was wir jetzt machen, damit wir schneller sind? Hä? Wir nehmen uns das Go-Kart. So, Leute. Oh. Oh. Bist du drauf? Ja. So. Jetzt so, Leute. Jetzt finden wir den Schatz. Damit sind wir schneller. Wir sind die Schnellsten, ist einmal ein Go-Kart im Kino. Und damit finden wir jetzt alles. Und Mina, hast du was herausgefunden? Irgendwas? Hier steht eine Nummer 5. Eine Nummer 5? Ey, hier gibt's einen 5-Kinosaal, da hinten. Guck mal. Oh mein Gott, ich hoffe, wir finden etwas. Los, los, wir brauchen ein neues Zeichen. Leute, hier ist die Nummer 5. Seht ihr das? Guckt jemand einen Film. Echt jetzt? Wir müssen jetzt hier nach Hinweisen suchen. Nach Hinweisen? Nach Hinweisen, weil die Karte sagt, wir sollen an der Leinwand schauen. Oh mein Gott, okay. Wo gibt es hier Hinweise? Geheimgang. Also? Ein Geheimgang? Ich mach mal Licht an, Mina. Mina. Und? Wo gehst du hin? Wow. Oha. Und, ist da hinten ein Zeichen? Leute, ich habe einen Hinweis gefunden. Hier steht Nummer 2. Warte mal. Zwei. Du hast gerade einen Hinweis gefunden und da steht Nummer 2? Ja. Dann schauen wir mal auf die Karte. Und da steht wirklich Nummer 2 beim Schatz. Oh mein Gott, das heißt, der Schatz muss in der Nähe der Nummer 2 sein. Oh mein Gott, ja.
Wir gehen mal jetzt schauen. Oh mein Gott, ich freue mich voll. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ey, was geht bei euch, ihr Lahmärsche? Ey, gib uns mal auch einen Tipp. Wo ist ein Schlüssel? Leute, wir haben jetzt da hinten einen Hinweis gefunden. Ja. Und da haben wir hinter der Leinwand geschaut und die soll zu Nummer 2 gehen. Aber was bedeutet das? 2? 2, es kann ja alles sein. Ja, zwei. Lass mal schnell hinfahren. Ja, ja, Leute, sollen die mal weiterreden? Ja. Wo ist Mina eigentlich? Mina, wo bist du? Barisch lenkt gerade die Kinder ab. Okay, let's go, Leute. Letzte Kinosaal 2, wir müssen uns beeilen. So Leute, Kinosaal 2, komme! Da soll irgendwie ein Hinweis sein. Und rein wieder. So Leute, Kinosaal 2. Mina, als ob, Leute. Nein. Mina hat den Schatz gefunden. Oh mein Gott. Wir sind zu langsam. Leute, los Mina. Mach jetzt mal auf. Shit, wir haben verloren. Oh mein Gott. Mina, ich hätte nicht gedacht, dass wir gewinnen. Wir müssen es jetzt nur noch aufkriegen. Ist das der richtige Schlüssel? Oh genau. Komm, lass abhauen. Nein. Wir klauen alles. Das ganze Gold mit. Oh Mann. Weißt du was, Mina? Ist egal, lass die doch klauen. Warte mal, wir haben noch einen Schlüssel gefunden. Mina, wir sind viel reicher als sie. Wir haben gewonnen. Du hast den Schatz gefunden. Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.